3, 2, 1, go. Ich habe Knopf gedrückt. Ich auch. Der Trainer jetzt auch. Aber wo muss ich jetzt hingehen, damit ich den sehe? Das mache ich doch. Höre ich dann auch was? Weil ich höre nämlich gar nichts. Aber ich kann mich nicht selber angucken. Okay, ich kann nicht. So war. Warum funktioniert es hier nicht? Ich bin jetzt auf meinem Twitch, aber ich höre nur mich. Ich höre den Film nicht. So haben wir das aber auch das letzte Mal nicht gemacht, als ich auf meinen Kanal gehen musste. Aber wo denn da? Ich sehe auch, wenn ich auf meinen Kanal gehe, nur uns beide. Die Leute sagen mir, es klappt, aber hier kommt es nicht an. Nee, Watchparty verlassen steht bei mir. Aber warte hier. Ich sehe jetzt Star Wars Scrolltext. Ist das richtig? Okay, bei mir geht's hier los mit fetziger Rockmusik. Bei mir auch. Andi Ohmsen ist. Ja, genau, da bin ich jetzt auch. Nice. Okay, alles klar. Da ist er, Lotto. Herr Lotto. Aber da war schon Mike Hansen auch das Vorbild, ne? Ich Mike vermute, Hansen, dass das ein kleiner Einfluss gewesen sein könnte hier. Ja. SNL sag ich schon. Freitag-Nacht-News? Samstag-Nacht-News? Wie ist das? Ja, RTL Samstag-Nacht, genau. Von wann ist denn der eigentlich? Ich glaube 2003. 2003? Boah, das ist ja schon ewig her. Oh hier, Jurassic Park-Referenz. War eine andere Zeit. Wir müssen mal eine Runde schnacken. Aber die haben doch irgendwie noch Luft in diese Jacke gepustet. Das sind alles Muskeln. Mann, ich hatte ihn nicht so gut in Erinnerung. Oh mein Gott. Okay, jetzt kommen wir. Das sind CGI-Effekte gerade gewesen gerade. Ja, Perfekte. Boah, die kennt man auch, die Schauspielerin. Ja, stimmt. Butzek! Der Butzek! Kennst du? Ist direkt, ja klar, ist meine Werkstatt. Ah. Der ist in der Heinrichstraße, der seine Adresse. Und das ist am Wagenbau, hat er da seine, hat er immer noch. Seine 5 Gebrauchtwagen. So, jetzt geht's richtig los hier.
Die Reeperbahn in Hamburg. Vorne mit HSV-Aufkleber. Hab ich genau gesehen. Lotto King Karl war ja lange Jahre Stadionsprecher beim HSV. Ja, der hat doch auch hier Hamburg meine Perle. War doch die Stadionmusik. So sieht's aus. Von ihm bis sie abgestiegen sind und dann haben sie ausgetauscht. Ja. Ich bin das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden mit dem Superhit 6 Richtige mit der Zusatzzahl. War das in Frankfurt auch ein Ding? Lotto King Karl, Lotto King Karl, Lotto King Karl. 6 Richtige mit der Zusatzzahl? Sagt mir nichts, nee. Ah, okay. Also ich kenne ihn. Vielleicht war in Hamburg doch eine größere Nummer. Sieht man hier ja auch. Also ich kannte den, weil der, glaube ich, auch irgendwie dann bei TV Total mal so einen Auftritt hatte oder so. Und irgendwie. Aber für mich war der immer so in der Kategorie Gildo Horn und so irgendwie. Ja, das ist doch ein Kompliment. Gildo Horn, oh. Legende. Oh, oh Gott. Ach, ich habe den Film länger nicht gesehen. Was soll das? Stullen, Andi, ey. Der Pitbull heißt Hitler. Ach nee, Alter. Das ist ja Dings, wie heißt sie? Aus Bam Boom Bang auch. Alexandra Neldel heißt sie gleich? Ja, Alexandra Neldel, genau. Also alle Stars dabei. Den kenne ich auch. Der ist von 2003? Fühlt sich länger her an, ne? Auch so vom Humor und vom Style, ja? Ich guck mal. Ja, doch, 2003, stimmt. Ja. Der hat erstaunlich sehr gute Bewertungen gekriegt. Wie erstaunlich? Nee, also ich meine, nicht erstaunlich. Ist ja immer nicht gut. Doch, doch. Nee, der ist von 2003. Ich weiß nicht, warum bei Amazon 2013 steht. Der ist von 2003. Ja, habe ich auch gesehen, das ist falsch gleich. Aber ich glaube, 2003 stimmt. Da sieht man ja auch, dass Lotto da noch recht jung ist. Hier, er ist auch ein bekannter Typ, oder? Ist das, hier, Tobias Schenke. So heißt er. Das ist der Kollege von Stromberg, ne? Der da in der Jury.
Ist das. Das ist ja Ralf Kabelka. Ja. Der junge Ralf Kabelka. Dr. Udo Bremme. Ja. Die Jüngeren kennen ihn als Sidekick von Jan Böhmermann. Stimmt. Was tut denn Andi? Ah, der junge Andy Garcia. Ja, Alexandra Nelde, die fand ich schon auch hot, muss ich sagen. Ich glaube, die war sogar bei GZSZ, kann es sein? Ja, ja, gut, es kann schlecht sein. Bist du damit aufgewachsen? Hast du 90er GZSZ geguckt? Ja, ich war Die-Hard-Fan im ersten Jahr, als das neu rauskam, war ich, glaube ich, 15 oder so, haben wir mit meinem besten Kumpel jeden Tag gut GZSZ geguckt und danach sind wir noch auf den Schulbasketballplatz gegangen. Das war so ein Ritual. Zusammen erst GZSZ und dann abends im Sommer noch ein bisschen auf dem Basketballplatz. Das war, werde ich nicht vergessen, das war eine gute Zeit. Ich habe so lange geguckt, bis sie Patrick ausgetauscht haben gegen einen anderen Langhaarigen, da hatte ich keinen Bock mehr. Ja, das hat mich auch gestört, das hat mich auch gestört. Die Anfangsphase, Andreas Elsholz war am Start natürlich, ne? Also es war, ja, war eine wilde Zeit. Und seine Freundin hier, Tina oder Tanja oder so, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nicht. Joe Gerner war ja auch von Anfang an dabei. Joe Gerner, ja, ist ja immer noch am Start, genau. Natürlich. Und wie hieß die Blonde, die war das seine, nicht die Mutter, die, aber die gute Seele? Ach, ich habe schon wieder alles vergessen. Ah, ist bei mir auch nicht mehr so viel hängen geblieben. Ich glaube, er hat mir einen wichtigen Handlungsschritt verpasst. Er hat einen Job gekriegt von denen. So ein paar Sprüche, die haben es mittlerweile in den Sprachgebrauch geschafft, ne? Die haben dann wahrscheinlich hier ihren Ursprung gehabt. Weiß ich nicht. Hart, aber fair. Du Hässlede. Für drei Düsenjäger, das habe ich auch noch nicht gehört, Phil. Ich auch nicht. Also ich glaube, ich auch nicht durchgesetzt. Okay. Atlantik kennt man natürlich nicht als Hamburger. Atlantik ist ja das Hotel, in dem Udo Lindenberg wohnt. Ja, hier, genau, das ist er hier auch aus Switch Reloaded. Das ist für mich fast schon zu viele Stars, muss ich sagen, in dem Film. Es lenkt ein bisschen ab, dass das alles so deutsche Ocean's 11 hier. Ja, wie bei dir, Eddie, ne? Ja, ich bin da sehr penibel. Ich mag das überhaupt nicht, wenn jemand in meiner Wohnung rumläuft. War halt auch ein langer Prozess, bis meine Kinder das begriffen haben.
Er braucht auch diese verschiedenen großen Fußabdrücke, ne? Auch nervig. Ich habe jetzt noch nicht so gerafft, wer ist der Typ? Also nicht der Lude, sondern der andere. Das sind, glaube ich, böse Jungs, die einen Strohmann suchen, ne? Und sie wollen jetzt hier Stuten, Andi, gleich für ihre miesen Zwecke einspannen. Ich hoffe natürlich, dass es nicht funktioniert. Sehr grausam. Wie, was? Füttert er jetzt den Dackel oder was? Das war das will Pudel. Slobo auf jeden Fall von ihm. Ich glaube nicht, dass Stuten Ali das übers Herz bringt. Ah, das war ein Hase? Klassischer Dackel. Ich hab überhaupt nicht auf das Tier geachtet. Hier ist ein Dackel. Da ist sie. Da ist Anitza. Ich lese gerade im Chat, André Vogt ist auch auf Twitch. Ist er schon länger auf Twitch? Ich will euch ja schon lange verkuppeln, Jan, dich und Dre. Ja, wir müssen das mal hinkriegen. Vielleicht kriege ich da jetzt auf Twitch das endlich mal hin, dass hier ihr zwei NBA-Koryphäen mal miteinander schnackt. Ich bin ja keine Koryphäe, aber ich brauche Hilfe für mein Fantasy-Team. Ist bei dir, glaube ich, auch so. Ich verbringe unverhältnismäßig viel Zeit mit meinem Basketball-Fantasy-Team. Ja. Ist bei mir mit Kickbase genauso. I feel you. Ich bin auch Titelverteidiger und muss deshalb auch beweisen, dass das hier nicht ein One-Hit-Wonder war. Ich bin im Halbfinale raus, dass James Harden sich hier vor den Playoffs verletzt hat. Man konnte auch seine Rechnung. War sehr bitter. Aber Respekt, dass du so... ist ja nicht so ganz so einfach, die NBA zu verfolgen, weil ja alles immer zeitversetzt ist. Ja, ich gucke meistens nichts live, man hat es ja auch alles on demand. Ja, es ist ein komisches Hobby, weil die Spieler 3 Uhr morgens laufen. Das Fußball, ja, weil es auch so viele gibt, ne? 80 Spiele oder was pro Saison ist natürlich auch... Oh, ich glaube, wir verpassen ja wieder wichtige Handlungssprünge. Also Lotto muss jetzt auf Alexander Nell aufpassen und die bespitzeln ihn irgendwie oder was? Die wollen die Slobodas rankriegen. Ah, okay. Er guckt sich jetzt erstmal um. Schöne Bilder. Hä? Was macht er denn jetzt? Ah, er macht sein Bild darüber natürlich. Ja. Naheliegender Move, da sein Perso erstmal für zu zerschneiden. Nicht anfassen. Hat Lotto denn in irgendeinem anderen Film schon mal mitgespielt oder so? Da sieht man ja, dass er ein ganz, ganz erfahrener Hase ist. Ich glaube, in Godfather 2 hat er auch noch mitgespielt. Den und der letzte Lude. Michael Corleone hat er da gestellt. Ja, mit Dackel. Okay, komm, aber das ist schon ein Riesenhase. Nein, wo ist er? Heinz Hartz streicht die Segel.
Dem ist das hier zu mies. Der geht. Ciao, Heinz. Ich kann es ein bisschen verstehen, aber es wird auch nicht besser. Der Spiegel, hast du den Spiegel gesehen? Ey, ist das hier ein Versuch von dir, mich zu bannen auf Twitch? Nee, der Film ist so ab 13, das ist gleich okay. Das ist doch hier eigentlich. Oh. Ja. Wow. Ja, dann. Bist du sicher, dass das die Regel ist? Ich hätte ja 50 Shades of Grey sonst vorgeschlagen. Das hätte mir im Nachhinein doch gar nicht. Ja, überraschenderweise habe ich den ja abgelehnt, weil ich dachte, das vielleicht zu cringe. Aber so im Nachhinein, das wäre wahrscheinlich weniger optisch. Oh. Die Schlange. Aua. Der Hase ist schuld. Boah, aber wenig Empathie von Lotto. Ja. Weil der Film hat noch bislang überhaupt keine Story. Das täuscht. Also er ist schon aufgestiegen vom Stullenverkäufer zum Leibwächter von Alexandra Nilde. Aber ich glaube, er ist nicht so, wie sagt man, plot-driven, sondern eher character-driven. Ja, stark character-driven. Er wirkt die CGI-Schlange. Was für ein Monster. Oh! Mein Chat möchte wissen, wie sie für das Drehbuch über Mittel bewilligt kriegt haben. Ja, subtile Kameraführung. So ein bisschen an Big Lebowski, ne? So die Blonde und der Aufpasser so irgendwie. Das ist ein Vergleich, den ich schon häufiger gehört habe. Ah, Twist. Wow.
Das kommt überraschend für mich. Ich dachte eher, dass er ihr hilft. Er ist noch nicht der klassische Held. Er muss ja auch noch die Heldenreise machen, ne? Genau, am Anfang muss er natürlich auch ein paar bisschen lernen. Warst du schon mal in der Ritze? Ja. Ich war da sogar unten in dem Boxkeller da. Ist sehr schön. Also glaub, Ritze da oben selber ist ja wirklich sehr klein. Da stehen ja nur so zwei kleine Tische oder Tresen. Aber da unten haben sie ja diesen Boxkeller, wo sich Flair und Bones MC prügeln wollten. Ist da ja leider keinen Termin gefunden haben. Aber ist schon sehr idyllisch. Ja, ich glaube, es scheiterte an der gemeinsamen Terminfindung. Ja, genau. Aber ich war da noch nie. Ich habe das Gefühl, man müsste mal sich mal angeguckt haben als Hamburger. So. Was würdest du sagen? Bones MC gegen Flair? Auf wen würdest du setzen? Ich weiß nicht ganz genau. Bones MC ist auch sehr stark, ne? Flair ist ja schon breit gebaut. Ich weiß nicht so viel über Bones, ehrlich gesagt. Also ich hatte da Connections. Ich hätte vielleicht da reinkommen können, wenn der Kampf stattgefunden hätte. Also mich hat das extra hart getroffen, dass da nie was draus geworden ist. Da hättest du mich aber mitgenommen, ne? Natürlich. Gut. Da sind wir beim Thema wieder, Jan. Ja, genau. Was hast du gesagt? Willst du jetzt hier quer kommen? Wäre die Wohnung auch sowas für dich? Ich weiß ja, du checkst den Markt da so ein bisschen ab. Du willst nur Haus, ne? So eine Wohnung in neuer macht keinen Sinn, ne? Ja, Wohnungen kommen für mich generell nicht mehr in Frage. Was bin ich, 16 oder was? Nein. Wächst mal einmal raus. So, keine Ahnung, so in Weiß und was? Oder was meinst du jetzt vom Style? Nee, ich meine so Penthouse hier, kam, wo das ist, da irgendwo Rödingsmarkt. Ich habe noch nicht gecheckt, allgemein, wo das so eine ist. Große Wohnung. Ach, er nimmt ihn mit in die Wohnung von Sloboda. Ja, ich glaube, seine eigene Wohnung ist vielleicht nicht so repräsentativ. Stimmt, die haben wir ja gesehen mit der Gummipuppe da im Bett. Hey. Guck mal, damals noch mit Camcorder. 2003, denk mal, ist gar nicht so lange her, ne? Da gab es noch keine Smartphones, oder was? Nee. Die ersten vielleicht so, ne? Aber nee, keine. iPhone kam später. iPhone war mal was, 2008, 2009? Ja. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ne? Ja, ist echt. Januar 2007 wurde das iPhone vorgestellt. Ah, krass. Hattest du gleich, du bist ja sehr tech-affin, hattest du gleich iPhone 1 hier am Start? Nee. Ich konnte mir das gar nicht leisten damals. Ich hatte schon recht früh ein Smartphone. Was hatte ich denn? Ich hatte ein HTC irgendwas. Ich war jahrelang auf Android, bis ich
Relativ spät. Ich glaube, zum iPhone 6 bin ich von Android auf iPhone oder so gewechselt. Was ist jetzt los? Nokia 3210 hatte ich auch Chat. Ich weiß, ich habe den Film vorgeschlagen. Es ist mir manchmal ein bisschen unangenehm. Jan, ey. Ich wollte Rambo 2, da hast du ganz schnell Nein gesagt. Das stimmt, das war mir zu primitiv. Guck mal, da oben hat man Spike gesehen gerade. Sein Bückstück. Anitza. Ich bin komplett sprachlos. Ich bin so gebannt von der Action, dass ich gar nicht zwischenreden kann. Leute, wir müssen da jetzt gemeinsam durch. Das ist auch nicht bald vorbei. Ja, weiß ich selber.
Der junge Matthias Schweighöfer. Das ist er. Bevor er hier bei Jimmy Fallon saß. Wer ist er hier? Mike Miller oder wer ist er? Der Switch-Typ. Michael Müller. Ist das realistisch, dass man da gleich erschossen werden würde in so einer Szene von der Polizei? Ja, klar. Das ist realistisch. Gerade die deutsche Polizei sehr schießmütig. So, jetzt geht es, glaube ich, richtig los. Mit Humvee. Weißt du noch, wo du warst 2003? Warst du da in Hamburg? 2003. Ich glaube, in Madrid. Ich war als Erasmus-Student in Madrid. Hab nicht so viel studiert. Da ging es eigentlich bergab. Aber danach war ich wieder in Hamburg. Ich bleibe so 2003 wieder in Hamburg. Und du? Ich war bei Giga in Düsseldorf tatsächlich. Ah, Düsseldorf. Ja, ich dachte immer, es war in Köln die ganze Giga-Action. In Düsseldorf. Nee, es hat ja angefangen in Düsseldorf und dann nach 4, 5 Jahren oder so, ich weiß nicht mehr genau, sind wir nach Köln gezogen, als wir einen neuen Eigentümer hatten. Ah. Aber angefangen, ersten 4 Jahre waren auf jeden Fall Düsseldorf. Und uns kannst du sagen, Düsseldorf, Köln, was ist besser? Ja, ist schwer zu sagen. Also als jemand, der da jetzt keine Aktien als Lokalpatriot drin hat, kommt echt so ein bisschen drauf an, was man mag. Also in Düsseldorf hatte ich schon immer so das Gefühl, dass es wirklich ein Dorf ist. Irgendwie sehr klein und überschaubar, auch wenn es gar nicht einwohnerzahl technisch so klein ist. Aber auf jeden Fall die schönere Stadt. Also auf jeden Fall schön, wohlhabend. Köln ist hässlich wie die Nacht und schmutzig, aber voll mit jungen Menschen, die eine gute Zeit haben wollen. Also ich habe das genossen von Düsseldorf nach Köln. Also ich mochte in Köln den Vibe da irgendwie. Ich habe dann ja da auch nochmal studiert und als Student in Köln ist schon cool. Uff. So, von den Kämpfen her, wir haben jetzt ja den Vergleich. Findest du hier besser oder Karate Tiger? Ah, schwierig. Ja, natürlich beides sehr gut choreografierte Kampfszenen. Ich mache mir gerade einfach so ein bisschen Sorgen, wenn Leute jetzt einfach mal gucken, der Ede ist ja jetzt auf Twitch, mal gucken, was der so macht. Und dann gucken die heute zum ersten Mal und sehen das. Naja, aber es liegt ja an uns, das einzuordnen. Ist natürlich zu seiner Zeit 2003, da war das super, super lustig. Und da waren alle so drauf. Ich war damals noch früher, hier voll normal. Mit Tom Gerhardt habe ich gefeiert.
Darf man heute auch nicht mehr sagen. 2003 gab es da schon Hausmeister Krause? Ja. Mein Chef widerspricht und meint, nee, das war damals auch schon fürchterlich. Ja, ja. Nee, aber Hausmeister Krause mochte ich auch nicht. Aber Tom Gerhardt habe ich schon früher geguckt als Kabarettist, früher, noch vor Voll Normal. Da hat er ja diese Rolle des Tommys schon gespielt und ich fand den immer lustig. Oh, oh, oh. Ich habe ja auch vielleicht so ein kleines Fable für Proll-Comedy. Ja, ich dachte ehrlich gesagt auch, dass der Film mich mehr abholt. Jetzt, ich finde es eher unangenehm zu gucken, aber es gibt nicht die guten Fremdschämmomente bisher. Also, dass man so sagt, haha, ist das schlecht. Wabbel Schwabbel, ey. Endlich normale Leute. Ja. Voll normal, ey. Da muss ich immer strullern und watzen. Ja. Einige gute Zitate. Ja, Hausmeister Krause, ich mochte einfach nicht, dass Tom Gerhardt nicht Tom, also die Tommy-Rolle hatte, sondern die hatte ja Axel, wie heißt er? Axel Stein. Und er hat ja den, wie gesagt, den Hausmeister gespielt. Das hat mich am Anfang so ein bisschen als Fan dieser Rolle ein bisschen irritiert. Jana S., ey, Schwabbel, Wabbel. Wer hat denn da Regie geführt? Das würde mich jetzt doch mal interessieren. Ich hoffe, Lotto selber. Komm. Stefan Manuel, noch nie gehört. Das überrascht mich. Stefan Manuel. Ich befürchte auch, dass ich mir die Pointe zum schattigsten Ort Deutschlands schon denken kann, ehrlich gesagt. Also ich erinnere mich nicht dran, aber ich habe eine Theorie, was das sein könnte. Und das wird es nicht besser machen. Ich bin gespannt. Oh ja, Fuck World war ich viel früher. Ich google gerade Steffen Manuel. Ich auch, bei IMDb und guck gerade, was er noch gemacht hat, beziehungsweise danach, ob der eine Karriere gestartet hat. Alarm für Cobra 11, der Clown. Axel will's wissen, da sind wir wieder bei Axel Stein. Na ja, klar. Ich kenne original keinen der Filme. Es ist 2010 den letzten Film gemacht, naja. Ja, vielversprechendes Debüt. Ich hatte mal auch, so, also nicht, natürlich ein viel besserer Film, aber ähnlich unangenehm war das, wir hatten Englisch Leistung und durften einen Film auf Englisch gucken und dann habe ich Friday vorgeschlagen und er wurde auch genommen und dann haben wir gemeinsam mit dem Lehrer Friday geguckt und naja, fällt halt häufiger das N-Word, ne? Ah, okay. Aber Friday ist so ein guter Film, oder? Also ist ein guter Film, aber ich glaube auch nur aus Sicht von jemandem, der da irgendwie sich dafür interessiert. Ich glaube, jetzt so ein Englischlehrer sieht das vielleicht mit anderen Augen aus, auch was den Mehrwert für die englische Sprache angeht. Ja, so komme ich mir auch gerade so ein bisschen vor. So in der Schule, wir hatten mal, keine Ahnung, 9. Klasse oder so
Buchvorstellung, die man machen musste. Und einer aus meiner Klasse wählte Kevin allein zu Hause das Buch zum Film aus. Also so komme ich mir so ein bisschen auch gerade vor. Kevin allein zu Hause das Buch? Ja, das war seine Buchvorstellung. Ja, mein Lieblingsbuch ist Kevin allein zu Hause. Ich lese hier mal eine Stelle vor. Ja, da kommt der Einbrecher da rein. Kevin allein zu Hause. Wow. Nee, ich hatte gehofft, es sei lustig unangenehm. Es ist eher unangenehm unangenehm tatsächlich. Da geht er hin, der Grimme-Preis. Danke, Jan. Twitch, auch wenn ihr uns technisch nicht canceln könnt, weil der Film über Amazon läuft, verdient wäre es trotzdem. Ja, absolut. Oh, die Sprüche, ey. Ja, ich will nach Hause. Nee, nee, du bleibst jetzt schön bis zum bitteren Ende. Du hast mir das eingebrockt. Wie schlecht auch dieser Fettsuit ist, ey. Also die Idee, aber dann auch die Umsetzung. Es ist beides beeindruckend schlimm. Ich muss auch gestehen. Ich habe ja mit Daniel geschrieben, ich wollte ja eigentlich Indiana Jones 3 gucken, aber da muss natürlich Daniel mit dabei sein. Und dann hat er gesagt, ja, und was guckt ihr jetzt? Da habe ich geschrieben, ja, der letzte Lude. Oh, hat Schröck den gesehen? Er schreibt, gute Wahl, Stullen-Andi geht immer. Also, den Segen von Daniel hatten wir natürlich. Vier Zahlen. So, falls ihr auch wer das. Wer kommt auf sowas? Also wer denkt? Nein. Was gucke ich denn hier? So. Eigentlich müssen solche Filme einem Hoffnung geben, dass man sagt, so, ey, so, ich könnte auch einen Film machen. Es kann doch nicht so schwer sein. Ich wollte sagen, Rocket Beans, aber dazu brauchen wir nicht Rocket Beans. Den können wir beide morgen drehen. Den können wir morgen machen mit meinem iPhone.
Ey, nichts auf Norbit. Auf Norbit lasse ich nichts kommen. Norbit ist lustig und hat Gefühl. Den gucken wir auch irgendwann. Vielleicht nicht direkt nächste Woche. Ich glaube, wir müssen nächstes Mal einen guten Film gucken, um hier den Gesamteindruck so ein bisschen rauszuwaschen aus dem... Ja. Ja. Also wir werden viele gute Filme jetzt machen müssen, um das zu kompensieren. Du hast wenigstens die Ausrede, dass du den Film noch nie gesehen hast. Ich habe diese Ausrede nicht. Oh. Dann ist Slobos Büro. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so eine Hommage von, was heißt Hommage, klingt schon wieder viel zu krass, aber so von hier Kurz und Schmerzlos ist so ein bisschen. Kurz und Schmerzlos sagt mir gar nichts. Was ist das? Von Fatih Akin? Den kennst du. Weiß ich nicht, ob ich den gesehen habe. Also gegen die Wand. Der Hamburger Film. Also den kennt, also das weiß ja sogar ich, dass das ein Hamburger Kultfilm ist. Habe ich glaube ich nicht gesehen. Kurz und Schmerzlos. Kultfilm. Gegen die Wand, absolute Giganten. Aber nee, Kurz und Schmerzlos hole ich nach. War das nicht sogar, muss ich jetzt mal selber gucken. War sein Spielfilmdebüt von Fatih Akin. Okay, habe ich nie gesehen. Chat sagt, putting the Arsch into Hommage. Ja. Das ist jetzt auch so ein bisschen hier wie Karate Tiger wieder, ne? So wie RJ. Ja. Das ist ein sehr guter Sprung. Oh Gott. Uff. Also fragt man sich auch, als Alexandra Neldel das Drehbuch gelesen hat, was sie bewogen hat zu sagen, ja, das ist... Ja, das dachte ich auch gerade. Das ist ja. Das ist der nächste Schritt. Aber wahrscheinlich in Deutschland gerade so. Das war ja ein Kinofilm, ne? Wahrscheinlich. Hast du. Der ist was? Ab 12? Der ist ab 12? Wie kann das denn sein? Naja, viele 7-, 8-Jährige, die sind ein bisschen verweichlicht heutzutage. Die können das noch nicht ab. Ich wollte gerade sagen, den kannst du ab 6 machen. Also vielleicht geht es aus Alexandra Neldes Sicht, weil sie ja der einzig vernünftige Charakter ist in dem Film, ne? Aber wie viel besser es das macht, nicht sicher. Naja, aber ich meine, so hier Ballermann 6 und so, die ist ja auch ab, also ist auch ähnlicher Humor, ne? Gibt es da einen Begriff für das Genre? Ich glaube, Fäkalhumor trifft es schon ganz gut, ne? Schäbig. Klamauk, ja, kann sein. Klamauk, ja, Klamauk. Politische Satire. Oh, Gunter Gabriel war da?
Der Ansager gerade, oder was? Ich vermute. Deutsche Salma Hayek. Chatfrage, wir danach noch Hotshots gucken können. Ey, es wird schwer, das schlimmer zu machen. Ja, Hotshots ist doch. Hotshots ist doch super. Fand ich lustig damals. Hotshots ist super. Auf Hotshots lasse ich nichts kommen. Die ganzen Sucker, Abrams, Sucker-Filme, die sind alle super. Aber hast du die mal in letzter Zeit geguckt? Ich habe irgendwann vor kurzem mal Unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug geguckt. War jetzt Vorsicht. Auch nicht mehr wie früher. Ach, come on, ey. Was? Ich finde den immer noch top. Ich habe auch noch mal in Nackte Kanone reingeguckt. Ich muss da immer noch lachen. Ich liebe diese Filme. Welchen Nackte Kanone-Teil findest du am besten? Das ist eine gute Frage. Ich schätze mal 2,5. Der mittlere, ne? Würde ich auch sagen. Ja. Na, Timmy, magst du es, wenn der Hund sich an dir reibt? Na, Timmy, warst du schon mal in der türkischen Sauna? Ist ja einfach. Airplane ist eine meiner Top-Comedies. Ich liebe den. Okay, okay. Oh, kommt da jetzt ein Hai? Kommt was? Da ist doch bestimmt ein Killerhai im Nachbarbecken, oder nicht? Ach so, ja, das könnte sein. Police Academy hätte ich mal wieder Bock. Ich glaube, der ist nicht gut gealtert. Nee, glaube ich auch nicht. Kung Pao, okay, auch nicht, ne? Oder? Der Killer wartet bis November, bis er den frisst. Also. Da ist er doch, der Hai. Natürlich mit der weiße Hai-Musik. Ganz schön langen Poolkomplex, den sie da gebaut haben. Ja, Police Academy war, glaube ich, ein Film, den ich als Kind jedes Wochenende bei meinem Vater geguckt habe. Habe ich geliebt als Kind. Aber Kinder haben ja auch so einen strangen Humor. Also es ist ja... Kinder können vor allem auch denselben Film 17 Mal in Folge gucken und finden es jedes Mal wieder geil, dieselbe Stelle. Ja, ne? Also meine Tochter kann jeden Tag die Schwanenprinzessin gucken und feiern es jedes Mal wieder ab. Was ist denn die Schwanenprinzessin? Ist so ein an Disney-Filme angelehnter Prinzessin-Film. Mhm. Der Hai. Der war der scheiß Hai, ey. Bessere Effekte als der weiße Hai. Die konnten sich wenigstens Hai leisten, nicht wie Spielberg, ja. Der sieht gar nicht schlecht aus, der Hai. Super aus. Oh, in die Sonnenbank. Der klassische Sonnenbankschalter. Normal. Stark, Thomas Anders. Ja. Okay, das beste Joke des Films bisher. Ganz klar, stärkste Filmszene. Er hat wieder nichts mitgekriegt hier. Die machen halt wirklich die From Dusk Till Dawn-Szene nach, ey. Da finde ich es auch immer ein bisschen schwerer, das als Ironie zu verkaufen, den
Sexismus, wenn du so eine Szene dann da 10 Minuten noch drin haben musst in dem Film. Aber jetzt ist auch zu spät, sich über Sexismus oder sonstige politischen Verfehlungen zu beschweren. Nicht nach einer Stunde. Also der Film widmet sich ja, also ich finde, er geht sehr sensibel mit dem Thema Tiere um. Ja. Aber das von diesem Film kolportierte Frauenbild, davon möchte ich mich in aller Form distanzieren. Abfoltern. Siehste, doch eine gute Message. So nämlich. Die Heldenreise. Hast du den Bushido-Film gesehen? Zeitänder nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich ihn ganz bis zu Ende geguckt habe, aber ja, also ich habe auf jeden Fall, ja, habe ich gesehen. Ist er mit Moritz Bleibtreu, oder? Ja, als Arafat. Ja. Hast du in die Bushido-Amazon-Doku, gibt es die schon? Die gibt es ja noch nicht. Das war ja die hätte ich sofort hier heute geguckt, aber die gibt es noch nicht. Ah, okay, die ist immer noch angekündigt. Ne? Ich hab nur aber die können wir machen, gesehen, wenn die raus ist, können wir die hier direkt Watchparty machen. Natürlich, natürlich. Ich dachte mir, dass du da auch nicht abgeneigt bist. Chat war nur so semi-begeistert. Was auch als Watchparty eigentlich lustig wäre, glaube ich, so wäre es ein bisschen spät dran, aber ist dieses Last One Laughing, oder nicht? Ja. Nächste Staffel dann. Ja. Hast du ja auch Arcane geguckt, wie die ganzen coolen Leute auf Twitch? Das ist diese League of Legends Serie, oder? Ja. Ja, ich habe ja mit League of Legends nichts am Hut. Ich habe gehört, es soll sehr gut sein. Aber da ich mit League of Legends nichts anfangen kann, hat es mich auch nicht so interessiert, ehrlich gesagt. Ich habe noch nie etwas von League of Legends gehört, außer dass ich einmal dieses Teamfight Tactics da eine Session hatte. Aber ich fand es super. Also ich habe die ersten 3 Folgen bisher geguckt. Ich war sofort drin. Kann man ja auch ohne irgendwelche Vorkenntnisse. Mich hat es abgeholt tatsächlich. Ich weiß nicht, ob der Chat jetzt meinen Empfehlungen noch vertrauen wird nach diesem Film. Aber ne, Arcane, ich war positiv überrascht. Ich dachte, das ist so ein Nerd-Ding, wenn du das Spiel da irgendwie tief drin bist. Aber ne, es hat auch für mich echt sehr gut funktioniert. Naja gut, vielleicht. Ich habe auch gehört, es soll gut sein, aber hat mich irgendwie noch nicht so. Ist halt auch krass gezeichnet, ist aber Next Level Schissel. Timo, Alter. Na, jetzt wird's emotional, hoffentlich muss ich nicht heulen. Ich könnte mir vorstellen, dass Timo es sich nochmal überlegt und sie sich dann zusammen rotten und hier, ich weiß nicht genau, was das Ziel ist, aber wahrscheinlich die Papiere von Anissa kriegen und sie befreien, ne? Ach, guck mal, das ist doch hier, wie heißt er? Das ist der Stromberg-Typ, aber wie heißt er bei Stromberg? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber wie heißt er denn? Wie heißt er bei Stromberg? Weißt du noch jemand? Der Schauspieler heißt Peter Rütten. So sagt man. Pötsch! Genau, genau. Der Pötsch.
Du bist ja auch ein sehr emotionaler Typ, Jan. Ja. Hast du mal, oder wann hast du das letzte Mal bei einem Film geheult? Oder zumindest so schlucken müssen, dass der Hals wehtut? Passiert relativ häufig tatsächlich. Also nicht, dass die Tränen strömen, aber dass ich so merke, das letzte Mal. Es ist kein Film. Es ist einfach der vorletzte Film, den ich gesehen habe. Ich habe auf Amazon Prime den fantastischen neuen Liam Neeson-Film The Marksman, der Scharfschütze, gesehen. Und ich musste ein paar Mal schlucken, ein, zwei Mal. Ernsthaft, ja? Okay, ich habe ja, den nicht gesehen, aber es klang für mich so eine klassische Liam Neeson-Action-Nummer. Genau, ja. Aber es ist die alte Geschichte. Er muss sich aus heiterem Himmel um ein ihm nicht so bekanntes Kind kümmern und sie gehen auf einen Roadtrip. Und da gibt es schon ein paar sehr anrührende Momente zwischen Kind und Liam Neeson. Also, es war schon sehr traurig. Aber ich muss tatsächlich, also wie gesagt, mir fließen da nicht viele Tränen runter, aber dieses so Kloß im Hals ein bisschen habe ich sehr schnell bei Filmen erwähnt. Wie ist bei dir? Du bist. Ja, ich will auch, also ich kann das gut unterdrücken, aber es geht dann direkt in den Hals, ne? Genau, genau. Aber. Ja, was ist denn da? Also zum Beispiel, als ich das letzte Mal habe ich mit meinem Sohn E.T. geguckt, kriegt mich immer wieder E.T. Also das Ende mit der Musik von John Williams und sehr emotional. Also da muss ich schon immer, mein Sohn hat auch geheult und das hat mich dann natürlich noch zusätzlich getriggert. Was war noch? Forrest Gump ist immer ein Film, der mich zu Tränen rührt. Ah ne, Forrest Gump hat mich nie abgeholt. Nee, echt? Okay. Nee. Aber auch so diese ganzen College-Sportfilme, so, wo sich so ein Team von Außenseiter nochmal zusammenrafft, bin ich auch immer dabei. So Coach Carter oder Remember the Falcons und so, das war ja auch mal heulen. Ah, okay, aber ist schlecht. Alter. Oh ja, in einem Land vor unserer Zeit ist auch ultra traurig, ja. Gibt generell viele Disney-Filme oder so Pixar-Filme, die ordentlich emotional sind. Die ersten 10 Minuten von Up. Also wer da nicht weint. Ja, die ersten 10 Minuten von Up sind hardcore. Leider der Film insgesamt nicht so mein Favorite, aber. Lässt dann nach. Also eigentlich muss man nur die ersten 10 Minuten gucken, dann heulen. Aber die sind brutal. Green Mile, The Notebook, das sind alles so Filme, ja. Bist du pro The Notebook? Voll. Das ist mein Number One Chick Flick. Ja, ich sehe es genauso. Also es ist nicht so das Genre, in dem ich mich jetzt gut auskennen würde. Aber The Notebook ist einfach ein schöner Film. Ja, der ist einfach episch. Also der bietet alles. Das ist eine wahnsinnig gut erzählte Geschichte. Und also ich bin sowohl verliebt in Ryan Gosling als auch Rachel McAdams nach diesem Film. Klar. Einfach, also wenn man das, man kann natürlich sagen, ich kann mit Liebesfilmen nichts anfangen, aber so. Ich finde, so ein reiner Liebesfilm, wo es wirklich nur um die Liebe geht und so, das, da gibt es ja so modern, fallen mir jetzt nicht so viele ein. Klar hast du so Sandra Bullock, Romcoms, aber jetzt so wirklich einer, der sich traut, auch emotional alles abzuliefern. Finde ich schon. Was gibt es da noch? Titanic? Sag mir nichts. Ja, ist so ein Film über so ein Schiff. Und das ist halt super traurig. Bitte nicht spoilern, was passiert. Ja, zu spät. Ja, ich finde, The Notebook, auch wenn man sich nicht für die Beziehung interessiert, das funktioniert ja auch als Epos irgendwie so mit schönen Bildern und so. Also ich glaube, den kann wirklich jeder gucken. Ja, und dann, ne, ich will jetzt auch nicht spoilen, aber dann das Ende, das hat ja nochmal so eine schöne Klammer, dann, das ist ja im Prinzip eine Erzählung.
So ein bisschen wie auch Shawshank Redemption ist so. Oder Titanic. Ja, Titanic. Ja. Oh ja, der ist auch super. Wurzelrenner. Porträt einer jungen Frau in Flammen. Den fand ich fantastisch. Habe ich auch gesehen, gefallen. Tatsächlich. Den fand ich richtig gut auch. Auch diese Szene am Ende mit dem Orchester da. War schon gut. Am Anfang dachte ich, oh je, so ein studioses Film, so irgendwie, keine Ahnung, Frau sitzt nackt vor Feuer und raucht eine Zigarette. Aber dann kam ich doch rein. Ja, der zieht einen in seinen Bann. Das ist wirklich, man fühlt den irgendwie, finde ich schon irgendwie ein guter Film auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen die Handlung vernachlässigt. Wer gegen wen ist jetzt gerade? Ja, du hast die Slobodas. Aber wer sind die denn eigentlich? Aber sind das zwei Slobodans da jetzt? Nee. Ah, Timo hat sich verkleidet als Schauspieler. Ja. Das gab es, glaube ich, noch nie in irgendeinem Film, oder? Das hat zwei identische, ich weiß nicht, welcher wäre hier. Das ist das erste Mal. Deshalb hat der Film auch zu Recht einen Oscar gekriegt. Goldene Himbeere. Die Farb, die Kolorierung ist komplett unterschiedlich in den Szenen. Ja, eben war ein bisschen anders. Okay, das war gut. Lordo, ich weiß nicht, ob du da mit deinem Kollegen jetzt einen Gefallen getan hast. Oh. Wow. Bisschen Mission Impossible auch mit drin, ne? Wow. Was? What? Größter Plot-Twist seit ist ja unglaublich. Die üblichen Verdächtigen. Mein Gott. Aber was mich erstaunt ist, ich sehe ja bei den View-Zahlen, dass immer mehr Leute rausgehen, aber dann denke ich mir, ihr habt jetzt 70 Minuten durchgehalten, jetzt wollt ihr doch auch noch wissen, wie es, ja, jetzt kann man doch nicht 10 Minuten vor Schluss, kann man doch jetzt nicht rausgehen. Ist bald schon vorbei? Hä? Gleich ist erstmal Halbzeitpause. Nein, bitte nicht. Das muss doch jetzt langsam.
Weißt du, was ein gutes Kontrastprogramm wäre, wenn wir danach ein bisschen Schach spielen? Das können wir machen. Ich habe ein schlechtes Gewissen jetzt auch, muss ich ganz offen sagen, wegen dieses Films. Also ich bin bereit, Buße zu tun. Bronchibretzer, was Leute, die rausgehen. Ich bin gerade erst angekommen. Ja, dann, also es ist verständlich, aber Leute, die rausgehen, die sich das schon ein bisschen angeguckt haben. Wer jetzt gerade erst kommt, dann zurückspulen, bitte. Nein. Also wenn da bei den Credits mehr als 15 Leute stehen, dann Respekt. Ja, schon emotional. Ich muss sagen, ich habe schon wieder ein Kloß im Hals. Ja, ist halt auch, wenn man vorher die Charaktere so ein bisschen kennengelernt hat, wird ja eben eine Fallhöhe aufgebaut. Und das kickt dann natürlich umso mehr. Er lebt noch! Die müssen sich ja eigentlich noch kriegen jetzt, ne? Ich möchte da nichts verraten. Ich weiß es auch nicht mehr, aber könnte ich mir vorstellen. Dass sie Lotte jetzt so fertig macht, ne? Das finde ich auch nicht gut. Oh. Die ist einfach eiskalt. Eiskalt. Guck mal, wie die Schultern hängen lässt. Du Patient, Alter.
Oh mein Gott. Das ist eine super Erklärung. Okay, das war das. Mund, ne? Die besten Sprüche kommen bei den Credits. Ja, jetzt gehen Sie nochmal Gas hier. Auch wieder lustig, es geht doch. So, jetzt nochmal gucken hier. Konstantin Film. Filmförderung. Wer hat ihn gefördert? NRW, Hamburg, FFA. Oh mein Gott. Ja. So. Das war der letzte Lude. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie ich das hier. Können wir es hier schon beenden? Wie funktioniert das? Ja, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt End-Watch-Party mache. Nicola, bist du da? Was passiert, wenn ich jetzt hier End-Watch-Party mache? So. Und wie komme ich jetzt wieder ins Normale? Dann gehe ich hier. So. Also, jetzt wäre an die Zeit, dass sich alle einmal bei mir bedanken, die sonst ohne mich vielleicht dieses Meisterwerk nie gesehen hätten. Also, you're welcome.